Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben hier am Anfang ein bisschen mit dem Aufbau mal wieder Probleme gehabt. Und mein Kameramann, den musste ich so ein bisschen zwingen. Das letzte Video, ich weiß gar nicht, ob ihr das bemerkt habt, es kam mal noch nichts. Da habe ich die Aufnahmen selbst gemacht, da mit den Dingen, die ich einfach dann gezeigt habe. Damit ja, ich auch mal ein bisschen mehr Einblick da in dieses ganze Kamerasystem bekomme. Ich bin ja immer nur davor und was dahinter abgeht, das ist für mich ja noch nicht so ganz ich habe es halt noch nicht so ganz drauf. Ich werde mich damit befassen. Ich werde heute, ach so, es ist ja bei mir irgendwie, ich brauche ein bisschen was Helles und was Freundliches und Blumen, jede Menge Blumen. Ja, und ich habe jetzt auch noch mal hier ein bisschen umgestaltet. Hinten das Sideboard, das ist noch nicht fertig. Da weiß ich noch nicht, da bin ich noch nicht zufrieden damit. Das braucht dann auch noch mal vielleicht eine Nacht Überdenkzeit. Ja, ich werde heute was mit Tulpen machen. Weiße Tulpen in dieser typischen, klassischen Ziegelform. Dann lass uns mal rübergehen. So, hier habe ich mir schon vorbereitet. Einmal, wie gesagt, schon die Ziegelform. Und ich will das eher so machen wie ein Gesteck. Und ich benutze ja sonst immer Steckmasse. Ich würde es jetzt einfach gerne nur mit den Bäschen bestücken. Einfach kurze Bäschen nehmen, mit Wasser füllen. Das funktioniert auch super. Und ich denke auch, dass es viel besser ist als in der Steckmasse, weil die Tulpen ja wachsen. Und wenn man das in der Steckmasse hat, muss man es halt immer wieder mal einfach ein bisschen wieder zurückschneiden und dann wieder einstecken. Und hier kann man es dann einfacher herausnehmen und die wieder anschneiden. Ja, die erste Seite ist bestückt. Die passen halt hervorragend. Ansonsten kann man in so ein Bäschen auch einfach ein bisschen Sand füllen und dann die Kerze hineinstecken. Das habe ich auch mal irgendwann in einem Sommervideo gezeigt. Das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen her. So, das wird hier einmal Schleierkraut. Und die weißen Tulpen. Jetzt gucke ich hier von der Länge. Erstmal schauen, ob mir das von der Länge noch ein bisschen kürzer. Dann kann man die hier alle schon ziemlich gleich lang abschneiden. Ich habe jetzt so Lust, auch draußen was zu machen. Ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich ein bisschen meinen Garten verändern möchte. Da muss auf jeden Fall was passieren. Aber das gefällt mir nie. Jedes Jahr ist immer irgendwas, was ich umändere. Das ist so mal entspannt irgendwie, so im Liegestuhl chillen, schwierig. Weil wenn ich das mache, dann sehe ich immer noch irgendwas, was ich verändern möchte. Grundsätzlich. All die Jahre schon. Mein Garten hat schon 1000 Formen gehabt. Von Kräuterschneckle bis Weidenzaun, Weidenbaum. Das mussten wir den Weidenzaun. Das war ganz am Anfang, als wir hierher gezogen sind. Da wollte ich dann auch erstmal ein bisschen Sichtschutz. Und die Weide ist halt auch für kleine Grundstücke wirklich nicht sonderlich geeignet, das muss ich sagen. Die wurzelt sehr stark. Unterirdisch und das ist eigentlich nicht so gut. Wenn man ein großes Grundstück hat, das ist dann gut, aber für so ein kleines nein. Und ja, die Weide haben wir dann mit der Anhängerkupplung vom Auto hinausgezogen. Sehr schön war das. Also wir haben hier schon ein Eck. Trotz dem kleinen Grundstück ist irgendwie immer was zu tun und ja. Ups. So, und dann könnt ihr das, schade eigentlich, hätte noch zwei, drei Tulpen mehr haben können, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Naja, sind wir jetzt mal ein bisschen sparsamer. Das geht auch. Und jetzt halt überall
das Schleierkraut verteilen. Man kann auch noch ein bisschen Moos reinlegen, das geht auch. Ich möchte es jetzt gar nicht mit Moos machen. Ich sage es dazu, da kann man auch ein bisschen die Väschen abdecken, wenn die jetzt nicht passend sind. So eine Holzkiste geht auch. Also so, hier kann man es jetzt noch ein bisschen auch dazwischen einfach stecken. Das trocknet ja ein. Dann sind die Lücken auch ein bisschen gefüllt. So, jetzt wird noch ein bisschen was Bäriges hineingesteckt. Das hatte ich vergessen am Anfang, dass ich noch das Efeu draußen liegen habe. Das habe ich jetzt erstmal noch reingeholt. Ja, und die möchte ich jetzt hier auch noch dazwischen, also die kommen hier dazwischen, dass das Ganze auch so ein bisschen wirkt wie ein Gesteck. Und die trocknen auch ein. Ich finde gerade draußen trocknen die super, also sind immer noch frisch an meinen Kränzen und also an dem Kranz. Und an dem Herz, das ist genial. Und hier könnt ihr das auch eigentlich so eintrocknen lassen und immer wieder frische Blumen reinstecken. Also irgendwann fängt das Schleierkraut halt an zu krümeln. Ich mag so Sachen eigentlich gar nicht so sehr, wenn es so dolle krümelt. Drum gibt es bei mir meistens immer einmal frisch. Gerade auch mit dem Mooskrümel. Zu der Blume sage ich nachher noch was, dass ich nicht vergesse. Ich drehe das Ganze mal rum. So. Und ich finde, das bitzelt jetzt hier noch so ganz wild raus. Das ist toll. Hier mit den Efeubeeren. Natürlich auch gerne in Blau. Gibt es ja auch. Ich habe halt hier eine tolle Quelle. Vielen Dank, liebe Uschi, dass ich bei dir immer so lieb den Efeu schneiden darf. Einfach hingehen und schnippeln. Da niest jemand dolle. Ich weiß gar nicht, ob man das so hört mit dem Mikrofon. Aber es sind halt einfach auch ein paar Nebengeräusche hier. Wir leben hier, ja. Die Familie ist komplett. So finde ich das ganz herrlich. Das hat jetzt mir einfach noch ein bisschen gefehlt. Ich drehe es nochmal. Könnte man dann eigentlich auch nur, also ohne die Tulpen und einfach nur das Schleierkraut mit dem Efeu, das ist halt auch genial. So, jetzt haben wir es. Jetzt werde ich hier noch die Kerzen anzünden mit meinem Special-Feuerzeug. Das hier ist so ein zum Einstecken. Das ist nicht zum Aufladen.
weil ich ja grundsätzlich meine Feuerzeuge verlege oder das Gas ist dann alle, dann ist auch das Nachfüllgas alle und da hat sich jetzt meine Familie was ganz Tolles ausgedacht, nämlich mir dieses Feuerzeug zu schenken, wobei ich nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Ich finde es teilweise sehr, sehr schwierig. Und wenn man gerade so ein bisschen tiefer in Glas, ja, es bedarf etwas Geschick, aber funktioniert. Und man kann es aufladen. So, jetzt. Ja, jetzt da werde ich euch noch, und die ist wieder ausgegangen. Ich glaube, die hat auch irgendwie ein kleines Problem. Es räuchert jetzt ein bisschen hier ein. Die Schale zeige ich euch jetzt noch, meine Tulpenschale. Ja, und sag noch kurz was dazu. Ja, und noch ein bisschen von der Deko, da gehen wir auch noch drüber. Vergessen zu sagen, ich habe ja da an den Lampen ja noch einen Ast hingehangen. Da möchte ich einfach noch so ein paar Accessoires dranhängen, unter anderem diese selbstgemachte Blüte. Und das wird es im nächsten Video oder übernächsten Video geben. Ich kann jetzt nichts versprechen, das ist ja immer so ein bisschen abhängig, wie es in meinem Kopf so geht. Also da habe ich noch ein paar Ideen mit diesen Blüten und da zeige ich einfach ein paar Beispiele im nächsten oder übernächsten Video. Ja, und das hier noch zu meiner schönen, schönen vegetativen Tulpenschale. Das sind einfach nur Tulpen und hier bitzelt noch so ein bisschen Muscari raus. Die habe ich da eingepflanzt und noch ein paar Hyazinthen, die sind noch ganz geschlossen. Ich freue mich einfach daran, wie das so in der Natur ja nun auch ist. Ach, Krokus sind auch noch hier ein paar. Wenn das am Blühen ist, ich glaube, ich werde jedes Mal ein Foto machen, wenn irgendwas noch ein bisschen weiter am Blühen ist. Natürlich werden die Tulpen, weiß ich nicht genau, wie lange die halten. Ich finde es einfach, ja, Frühling. Frühling, Frühling. Ich hätte gern Frühling, aber es ist noch Winter. Drum machen wir es uns doch im Haus ein bisschen frühlingshaft. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr zugequatscht. Meistens quatsche ich ja weniger. Ja, und ich sage derweil Tschüss. Macht's gut. Bis nächstes Mal.